Und dann habe ich einen Atlas rausgeholt und habe ich mal geschaut, wo es am wenigsten besiedelt ist. Und das war eben da her oben am Yukon. Ja. Dann habe ich gesagt, genau da muss ich hin.
Das hab ich damals noch gar nicht so überschauen können. Das war jetzt erst einmal einfach das Grundstück. Natürlich willst du da irgendwie dir ein Häusl hinbauen oder was, gell? Was ich auch mit aller Verbissenheit verfolgt habe. Aber es ist so, dass du durch das, dass das Grundstück am Wasser ist, dass keine Straße herführt, dass es weit von der Stadt weg ist, brauchst du natürlich ein vernünftiges Fahrzeug, dann brauchst du ein Boot, brauchst du einen Außenborder, dann ja, du brauchst Werkzeug, du brauchst so viele Sachen, an die du, oder ich habe jetzt da momentan gar nicht so drüber nachgedacht. Gell? Aber du, wenn du das einmal angefangen hast, dann bist du einfach so drin und organisierst das alles, besorgst da alles, weil du ja nicht mittendrin stehen bleiben kannst. Gell? Und so ist das immer weitergegangen. Als Kind habe ich schon so eine Affinität zum Wald und Wildnis gehabt, sozusagen. Also ich habe meine ganze Kindheit im Wald verbracht und viel im Wald geschlafen und Feierle gemacht. Das war schon richtig der zentrale Punkt in meiner Kindheit, der Wald. Und jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, sozusagen mal wirklich in die Wildnis zu kommen. Und ja, das hat mich dann halt super interessiert, wie es denn ist, wenn man mal wirklich weit weg von der Zivilisation ist. Und ober der Terrasse habe ich mir gedacht, okay, der Raum ist auch nutzbar und habe einen extra Raum oberhalb der Terrasse dann noch gemacht, habe einen Boden eingezogen und habe vorne verkleidet, gell, mit Fenster drin dann. Also das ist jetzt die Solarzelle, die praktisch den Strom liefert für die Batterie drin und für die Pumpe. Ursprünglich war das einmal ein Wasserturm. Da habe ich das blaue Fass, das war zuerst oben gestanden, wo ich noch keinen Strom gehabt habe. Und da habe ich dann eben durch das Gefälle im Haus dann ein Wasser gehabt. Jetzt ist da Solar und das Wasserfass ist im Frühjahr wichtig, weil ich mein Wasser erstmal vom Fluss raufpumpen muss. Dann pumpe ich das da rein, damit der
Silt absickert, dann mache ich den Hauswassertank mit Flusswasser halb voll und hoffe dann, dass es irgendwann einmal regnet, damit es mit Regenwasser noch aufgefüllt wird. Gell? Ja, und das ist jetzt praktisch Abstellraum, Garage, Werkstatt. Das ist alles so konzipiert, dass es mehr Funktionen hat. Da hinter der Wand ist jetzt praktisch die Küche und das Bad anschließend. Ja? Jetzt musste ich natürlich das Abwasser irgendwo hinbringen. Das geht jetzt da unten vergraben, gehen die Leitungen raus, gehen da dann in die Kläranlage, die unter dem Wasserbehälter sitzt, wo das Wasser dann praktisch auch wieder gefiltert wird und dann das klare Wasser einfach versickert. Also ich war schon fast am Aufgeben, weil es immer wieder einbrochen ist. Und dann habe ich eine Verschalung gebaut und habe die dann runterlassen. Es war eine Box. Das hat natürlich ein irrsinniges Gewicht gehabt, sodass ich dann einen Kran gebaut habe, mit Winde, mit allem drum und dran, Umlenk, Rollen. Nur war es so, dass die Seile, die ich gehabt habe, eigentlich nicht dafür ausgelegt waren. Gell? Also war das eine ziemlich riskante Geschichte, dann in das Loch zu steigen, die Winde zu betätigen und die Kiste letztendlich dann langsam runterzulassen. Die Seile haben klungen wie Gitarrensaiten dann, weil die sie natürlich so gespannt haben und die sind immer dünner geworden. Gell? Die haben also jetzt nicht mehr die Stärke, die sie früher mal gehabt haben. Aber es hat ausgereicht, bis ich die Kiste dann wieder auf den Boden gesetzt habe. Und ich war heilfroh, dass mir nichts passiert ist. Gell? Hab dann, so wie man das in Deutschland gewöhnt ist, natürlich betoniert. Gell? Hab dann per Hand 100 Schubkarren Beton angemischt und hab das ringsherum um die Kiste aufgefüllt. Und alle haben mich für verrückt erklärt. Gell? Die,
dieses Teilprojekt da mitgekriegt, haben die haben alle gesagt, du hast ja echt einen Vogel, gell, was du da machst. Aber es war der Plan und also mein Plan und ich habe das verfolgt bis zum Schluss. Jetzt könnte ich sowas gar nicht mehr machen, gell. Da geht jetzt ein Schlauch runter bis in den Fluss rein, wo ich dann unten am Fluss mit der Benzinpumpe Wasser vom Fluss rauf pumpe in diese Regentonnen. Das ist also für Brauchwasser. Brauchwasser, wo man täglich irgendwie Hände wascht oder was auch immer. Und natürlich heiß Wasser für die Dusche macht am Lagerfeuer. Okay. Und das Duschwasser wird in der Tonne angemischt, wie man es will. Und das geht dann durchs Gefälle runter zum Badehaus. Und man kann duschen. Früher hat man hier auch Geschirr abgespült, da unten, wo ich noch keine Küche gehabt habe. Jetzt kann man da Hände waschen nach dem Toilettengang oder auch Zähne putzen. Da ist die Dusche, wo man dann den Schlauch praktisch an der Dusche ansteckt und dann kann man duschen. Und hier haben wir das sogenannte Outhouse. Was für Buschverhältnisse für den Anfang schon mal recht komfortabel war. Und wird natürlich immer noch genutzt. Das ist die Feuerstelle für abendliche Lagerfeuerrunden. Zugleich ist es ein ganz raffiniertes Teil. Man kann also da verschiedenste Sachen drauf machen. Das ist eine alte Waschmaschinentrommel. Da kann man also einmal die Steine da hinlegen. Als Grill oder eben diesen großen Topf mit Wasser kochen. Und man kann immer nachschüren. Dann kann man das Ganze als Rohr verwenden, als Backrohr. Ja. Dann habe ich da einen großen Bräter.
wo ich dann Brot backe. Ja, da habe ich einen Thermometer. Unten in den Brett, da kommt Wasser rein, da kommt dieses Blech da drauf. Meine Brotformen rein, mit, also zwei Brote bringe ich da rein. Und wird dann da reingestellt in die Glut. Der Deckel oben drauf wird zugemacht. Dann kommt der Thermometer da oben drauf. Da sehe ich genau so circa 150-100 Grad, eine Stunde, dann sind die Brote fertig. Wenn man verletzen darf er sich nicht zum Beispiel. Ja? Also wenn er sich jetzt einen Fuß bricht irgendwo da hinten, dann ist er schnell in Lebensgefahr eigentlich. Ja? Also er muss es schaffen, selber in sein Boot zu kommen und mit dem Boot selber zumindest die halbe Stunde flussaufwärts zur nächsten Farm zu kommen. Und das ist ja schon ganz schön viel eigentlich. Es gibt kein Telefon, es gibt kein Internet. Es ist schon gefährlich auf eine gewisse Art. Er ist kommen. Boah. Geil, oder? So geil. Wow. Ja, du warst in der Hängematte. Und hab gelesen. Ja. Da haben wir bewegt. Also, das liege halt im Augenwinkel. Und der Clans auch noch. Ja, ja. Und dann kommt er aber halt so in meine Richtung. Aha. Das ist mir natürlich gleich völlig der Reis gegangen. Und mir aufgerichtet. Ja. Und dann hat er mich gesehen. Aha. Und ab die Post. Aha. Gerade. Die Pumpe. Wow! Dass ich auf bin, hätte ja liegen bleiben können. Na, das war schon richtig so, dass die bemerkbar gemacht hast, weil sonst wäre sie an dir vorbei, womöglich. Erschrocken. Und wäre dann noch mehr erschrocken, wenn sie die in Wind gekriegt hätte. Gell? Dass sie gleich dann anders reagiert hätte. Na bravo. Aber ich meine, sie hat ja schon Kontakt mit mir gehabt, also. Ja, ich war jetzt nicht der erste Mensch in ihrem Leben. Genau. Aber sie war mein erster Pär in meinem Leben. Und dann bin ich gerade so hinter einem Busch drin und schneide einen Schwammerl ab. Nachher ist rascheln, gell? Na, kommt der Bär raus, der hat mich nicht gesehen, weil er ja hinter Busch war. Na, man denkt, also, jetzt ist er nah genug, jetzt muss ich mich irgendwie bemerkbar machen, nicht dass er verschrickt und dann total durchdreht. Da bin ich aufgestanden, dann hat er mich angeschaut, gell? Dann habe ich auch geredet mit ihm. Und dann habe ich gesagt, also ich möchte nichts von dir. Ich hoffe, dass du auch nichts möchtest von mir. Keiner will verletzt werden. Ich habe das Gewehr dabei gehabt. Ja. Das schon. Und dann habe ich gesagt, jeder geht seines Weges und alles ist in Ordnung. Gell. Und so haben wir das gemacht. Und dann hast du eben so ein Hochgefühl, gell, was du jetzt da mitgekriegt hast, durch das Erlebnis. Und das macht's aus, im Busch zu wohnen. Gell. Was für eine Resche? Aschenlauge. Pure Asche, wenn wir jetzt aber sagen.
Well, I don't know him much or anything, but I think, you know, over the years there's been different types of people that come here and they get along eventually when they come to be involved with the people, but they stay quiet away and people don't know them, I guess. But eventually I think he should be coming around, I guess. Das Grundstück, das ist ja mitten im Indianergebiet und es hat dann nicht lang gedauert, kam ich aus der Stadt zurück und der Farmer sagt zu mir, du hast du bei dir drunten gejagt, gell? Es wird ein weißer Mann beschuldigt, Elchkuh mit Kalb erlegt zu haben. Gell? Da habe ich gesagt, na, sowas würde ich ja nie machen. Gell? Und außerdem war ich sowieso in der Stadt während der Zeit. Gell? Und es war eben so, dass ein First Nation Mitglied da war, dem das nicht gepasst hat und der mich da beschuldigt hat. Aber es hat sich dann sehr schnell aufgeklärt und er hat es zugeben und ich habe dann später mit dem Dale, mit dem Farmer eben nochmal drüber gesprochen und dann hat er gesagt, alle die am Fluss wohnen, die sind Nachbarn und da passiert nichts. Ja, also ich brauche mir keine Sorgen mehr machen. Und seitdem war nie mehr wieder irgendwas. Gell? Ich bin jetzt da mittlerweile, glaube ich, akzeptiert. Und dann hat es nicht lang gedauert, kam ein Trupp Feuerwehrleute, haben Mordspanik veranstaltet, gell, mit Pumpen und Sprenklern und was sie alles aufgebaut haben um meine Hütte herum. Der Vormann, der gesagt hat, ja, da oben vor Mile Hill, da brennt es. Und wenn sie das nicht aufhalten können, dann muss ich damit rechnen, dass das Feuer bis zum Meer herkommt. Gell? Und da haben wir gedacht, das ist jetzt lustig. Gell? Jetzt bin ich fast fertig mit dem Haus und jetzt brennt alles nieder. Und dann habe ich gesagt, ja, was kann ich jetzt machen?
dann hat er gesagt, du musst alles, was zu nah beieinander steht, alle Bäume, die zu nah beieinander stehen, musst schauen, dass du umschneidest. Ja. Und das habe ich dann 3 Tage lang gemacht. Und dann am 4. Tag war ich beim Gym oben. Und dann haben wir beide in den Himmel raufgeschaut und dann haben wir gesagt, um Gottes Willen. Und dann kam da, also der Rauch, dicker Rauch, sodass wir gemeint haben, das ist jetzt schon unmittelbar auf meinem Grundstück. Dann bin ich zurück, geschaut, und dann kamen auch die Feuerwehrler schon wieder und haben gesagt, wir können die zwar nicht wegschicken, aber es wäre vernünftig, wenn du dein Nötigstes zusammenpackst und dann zur Farm rauffährst. Ja, da haben die ihr Camp gehabt und da sind die ihre Hubschrauber und alles haben die da schon gehabt. Und ich habe dann gesehen, dass also so Asche schon dahergeflogen kam. Mit glühenden Tannennadelspitzen und sogar mit kleinen Ästen, die glüht haben, kam schon dahergeflogen. Dann haben wir gedacht, wunderbar, jetzt ist es soweit. Und dann habe ich nur noch das Nötigste zusammengepackt und bin dann in mein Boot, bin raufgefahren und habe dann am Fluss unten, haben wir gedacht, da war alles, weil das ja Tal ist, gell, war alles am Fluss unten schon total neblig. Kaum noch, dass ich sehen habe können, wo ich hinfahren muss. Und haben wir gedacht, ja, die haben tatsächlich recht gehabt, es war Zeit, dass ich die Flucht ergreife. Gell. Dann bin ich am Farmlauf, natürlich eine furchtbare Nacht da verbracht, gell, bis zum nächsten Morgen. Der Dale, der Farmer, hat gesagt, komm, nehmen wir mein großes Boot und hol noch alles, was geht, was wir in mein Boot reinbringen. Dann habe ich gesagt, Dale, lass gut sein, weil wenn die Hütte abbrennt, dann soll alles verbrennen, dann ist eh egal. Gell. Dann ist einfach so. Und dann am nächsten Morgen bin ich da zu der Kommandostation dann und habe gefragt, wie es ausschaut. Und haben gesagt, ja, sie haben alles im Griff und ich kann wieder heimfahren. Ja, ich natürlich sofort ins Boot, wieder runter, flussabwärts. Und es war immer noch alles grün und nichts war verbrannt. Gell. Das war eben 1,2 Kilometer, so wie sie mir gesagt haben, von meiner Grundstücksgrenze entfernt, haben sie es dann zum Stoppen gebracht. Gell. Die Einsamkeit, die Natur, das war eigentlich, ich wollte ja immer in Kanada leben,
und möglichst ohne Kontakt zur Außenwelt durch meine Arbeit als Altenpfleger, wo ich ständig mit Leuten beieinander war, habe ich dann irgendwann einmal Angst gekriegt vor Leid und war einfach lieber alleine. Ja, ich habe natürlich auch zwischendurch ganz gern Gesellschaft, ja, das ist klar. Und auch wenn ich jetzt keinen Besuch kriege, dann ist es trotzdem so, dass ich alle 4-5 Wochen in die Stadt fahre und sowieso zum Einkaufen muss. Und die Zeit nutze ich natürlich dann auch, dass ich Freunde in der Stadt besuche. Aber nach, sagen wir mal, 3-4 Tage reicht es wieder, dann bin ich froh, wieder rauszukommen und für mich zu sein. Also ich tue mein Bestes, dass ich ein vernünftiges Gewehr habe, die richtige Munition und dass das Gewehr präzise, genau schießt. Gell. Und dann soll es auch so sein, dass man sich Zeit nimmt und sich vergewissert, dass man das Tier auch richtig trifft. Sicherlich kann immer irgendwas schief gehen. Und jeder Jäger wird bestätigen können, dass man auch mal daneben schießen kann. Selbst als super guter Schütze. Gell? Aber ich möchte auf jeden Fall immer mein Bestes tun, dass das Tier nicht leiden muss und dass das dementsprechend schnell stirbt. The only way to get 100% Luke is we've got a tripod that sits perfectly still. But then it's not lined up for you. Yeah, you know what I mean? This is it. That's fucking good. Yeah. Because you always move a little bit. Yeah. And this is close. And then we'll pour self-leveling compound in there. Mm-hmm. It's like a cement, but it's not cement, it's softer. Yeah. And it self-levels, you just pour it in, and it levels itself. Okay. And then the floor is perfect level in there, mm-hmm. with the heat lines in there for the concrete, for okay. the sink, for heat sink, yeah, right? Yeah, yeah. And then you lay your flooring on top of that. Mm-hmm. In the basement, I'll pour a concrete floor in. Mm-hmm. The wooden basements, are they don't rot or so? No. No moisture or? No, I've never seen problems. If you do it right, there's no problem. Yeah. But see, I want to take that house and move it up and then spread it out and build a basement, dig it out, build a basement,
floor to floor, and then build beams and roll the house over onto the basement, mm-hmm, mm-hmm. set it down, and then frame the middle up. Hey? Mm-hmm. Too high, yeah. Yeah, see, don't fill them there. Fill them at, well, now you've got them recertified. Yeah. Yeah, see, you could have filled them at Trails North. So, nothing left. Oh, for fuck's sake. Get out of the way. I told you guys, quit fucking around. Yeah.
es gibt Aspekte, die super Erfahrung sind. Also in erster Linie die Zeit, dass man so viel Zeit verstreichen lässt, dass alles viel langsamer geht. Ja. Im normalen Leben hat man ganz einen genau eingeteilten Tagesablauf, ist meistens hinterher im Zeitplan, hat so gut wie immer einen Zeitdruck und den hat man da halt überhaupt nicht. Es gibt kein Handy, es gibt kein Internet, das ist ja auch schon was viel Zeit wegnimmt am Tag, es gibt keinen Computer. Man sitzt einmal eine Stunde irgendwo und schaut. Oder zwei Stunden. Das ist schon speziell. Das ist die Qualität, die das hier bietet. Ja. Die größte Qualität. Für mich persönlich ist das das, was mir am meisten befriedigt. Ja, da hast einfach jede Sekunde einfach viel intensiver wahrgenommen danach dann, weißt? Also wahrscheinlich war das der, warst du da total mit Adrenalin voll und ich war dann auch süchtig oder ich habe dann keine Gelegenheit mehr auslassen, einen Bär hinterher zu springen, gell? Oder so. Oder ob Begegnungen provoziert danach. Wie provoziert man sowas? Ja, wenn du herumstehst und am Fluss siehst, einer zum Beispiel, ja. Dann bin ich runtergesprungen. Ja. Ja, und hab geschaut, was der so, wie der so auf mich reagiert. Unter dem Vorwand muss ich fotografieren. Also mittlerweile bin ich jetzt schon wieder vorsichtiger. Also jetzt bin ich nicht mehr so draufgängerisch, wie ich schon mal war. Jetzt bin ich schon eher vorsichtig. Weil es doch gefährlich sein kann. Naja, völlig. Die schauen aus wie Steinpilze, bloß mit einer knallorangen Kappe, die wo selbst ich finde. Ja, die leuchten schon aus dem Wald raus. Und dann habe ich beobachtet, ob irgendwelche Viecher an die Schwammerl hingehen und die fressen. Gell? Wenn man denkt, ob ja auch Katzel oder irgend sowas, müsste ja eigentlich die Schwammerl essen. Nix, kein Vieh. Nichts ist hingegangen. Da habe ich mal einen aufgeschnitten, gekrochen, super gut ausgeschaut, gut gerochen. Dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich einfach mal einen Schnitz. Dann habe ich ein paar so Schnitz gegessen und habe dann gewartet, was passiert. Nichts ist passiert.
seitdem nehme ich die immer her. The other thing you can do is kind of pinch it from the middle out to the edge. That's those light scales. So that they showed me. It's kind of even. And I ordered. It's a creative process. There's no rules. This time I'm going to put in some dried tomatoes. Top and cook it. Just to make sure. You don't have to whack it. Okay, next time, man. There you go. There's a good looking one. Das Grundstück selber, da habe ich selber ein bisschen Geld gespart gehabt und den Rest habe ich aufgenommen. Ja, und ansonsten gehe ich arbeiten und als Altenpfleger eben im Nachtdienst. Ich habe natürlich von meinem Arbeitgeber her volle Unterstützung gehabt, mir unbezahlten Urlaub zu geben. Und ansonsten war ich eben sehr sparsam während der Zeit, wo ich in Deutschland war. Sei es Klamotten, Einrichtung oder sonst irgendwas, ich habe immer noch die gleiche Einrichtung wie vor 25 Jahren. Gell? Und ich brauche nicht mehr.
Ich empfinde halt das wesentlich ungefährlicher, wenn ich da draußen bin, unter Bären, als wenn ich in einer Großstadt bin, unter vielen Leuten, wo du nicht weißt, wie der Einzelne tickt. Weißt? Und dreht einer durch, hat ein Messer dabei, haut es rein. Das macht der Bär nicht. Ja, aber die Begegnung mit dem Bär kann auch gefährlich sein. Der kann auch gefährlich sein. Aber der geht jetzt nicht schon mit dem Vorsatz auf die los. Gut, es gibt auch Bären, wo, was weiß ich, 100 einer, der es drauf anlegt. Aber im Normalfall bist ja du weder Beuteschema, passt du in sein Beuteschema. Der weiß, der kann dich nicht einschätzen, was bist du. Also hat er erst einmal Angst vor dir. Ein Mensch macht mir auf jeden Fall mehr Angst. Weil da viel mehr im Kopf rumgeht. Bei einem Menschen, weil der macht sich ja Gedanken. Entweder, wie kann ich irgendjemandem was wegnehmen? Wie kann ich mich bereichern? Mensch ist ja das größte Raubtier, das gefährlichste. Also ich bin da hergegangen, weil ich eigentlich vor den Menschen davongelaufen bin.